Weil, glaube ich, zum ersten Mal oder endlich erkannt wurde, was Afrika für eine Bedeutung auch für Europa und für Deutschland hat. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, die Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent wird sich bis 2050 verdoppeln und mehr als die Hälfte dieser Menschen werden unter 25 Jahre alt sein. Wenn man jetzt investiert in die Bildung, in die Beschäftigung und die Beteiligung dieser jungen Menschen, und dann kann das eine sehr, sehr große Chance für Europa, für Deutschland sein. Wenn man das jetzt nicht macht, also wenn wir uns jetzt nicht entscheiden, konstruktiv diese Entwicklungen zu gestalten oder mitzugestalten, sondern sie geschehen zu lassen, dann wird das im Umkehrschluss meiner Meinung nach höchstwahrscheinlich eine disruptive Entwicklung werden. Und das kann auch nicht in unserem Interesse sein. Ich glaube, wir werden es nicht ohne die Privatwirtschaft schaffen. Also das ist schon durchaus auch wichtig. Man muss aber auch sehen, dass die Privatwirtschaft natürlich auch kein homogener Akteur oder keine homogene Akteursgruppe ist, sondern da gibt es auch mal privatwirtschaftliche Akteure, die vielleicht sinnvoller wären zu engagieren. Und dann darf man natürlich meiner Meinung nach auch nicht vergessen, dass der Privatsektor vor allen Dingen ja in Afrika selbst gestärkt werden muss und dass das eigentlich unser zentrales Anliegen sein sollte. Was auch nicht vergessen werden darf, ist, dass öffentliche Entwicklungsgelder vor allen Dingen der Armutsreduzierung dienen müssen und auch dort eingesetzt werden müssen, finde ich, wo die Armut am stärksten Menschen beeinträchtigt. Das ist in den am wenigsten entwickelten Ländern, in den fragilen Staaten. Und das sind aber auch die Staaten, die am wenigsten interessant sind für die Privatwirtschaft. Deswegen glaube ich eher, dass öffentliche Entwicklungsgelder verstärkt in solche Länder investiert werden müssen, gerade um das auch ein wenig auszubalancieren. Und auch im Gesundheitsbereich und in anderen sozialen Sektoren sollte mehr getan werden, weil auch das Grundvoraussetzungen sind, glaube ich, für Attraktivität für private Investoren. Und die Entwicklungszusammenarbeit braucht tatsächlich Geld. Und Geld ist nicht alles, aber es ist einfach zwingend notwendig für verschiedene Dinge.